Willkommen zurück bei Paper Mario. Ja, im letzten Part, wow, holy crap, haben wir diesen kleinen Sidequest gelöst zwischen den Blumen, die alle wohl nicht so grün miteinander sind. Keine Wort. kam jetzt irgendwie spontan der Wortwitz. Jedenfalls, ja, mussten wir mehr oder weniger Vermittler spielen dafür, dass eine überleben durfte und nicht gerade umgebracht wurde. Und oh mein Gott, schon wieder so ein Lucky Dude, dieser Mongo. Na warte, komm her. Ah! Ja gut, also das ist jetzt eine Endlosschleife, muss ich dazu sagen. Deswegen sollte man versuchen, der zu entfliehen, sonst hängt man hier ewig dran. Und ja, das möchte man nicht. Zumal man zwar jetzt noch Sternpunkte kriegt, aber neben nicht mehr lange. Man kommt auch, so wie ich das erkennen kann, nicht wirklich an ihn ran. Deswegen lass uns einfach verschwinden von hier. Da-dam, da-dam, da-da-dam. So. Hier ist auch nichts Verstecktes. Okay, gut, hier ist nichts Verstecktes. Oh Mann. Kommt, lasst mich in Ruhe. Dam, dam, dam. Bam! Und jetzt greift der gute Watt an. Mit einem. Ich muss aber sagen, der Name ist nicht unlogisch. Elektro-Hieb. Ich meine, warum Hieb? Er hiebt nicht, also. Warum Hieb? Er hat nicht mal Hände zum Hieben. Er besteht aus nichts mehr als einem Kopf, also. Oh, lasst mich jetzt hier blöden. Oh! Was für penetrante Nervensägen. Also, die Lucky Twos sind ja schon immer mit Stachis ausgerastet. Aber der übertreibt es eindeutig maßlos. Das ist ja. Das ist ja grotesk. Und eigentlich würde ich jetzt doch gar kein Level aufsteigen, weil dann kriege ich von den richtigen Gegner gar nichts. Das kommt davon, wenn man genervt ist. Würde ich mal sagen. Aber gut, so kann ich mich mit Fokus auffüllen. Immerhin ein kleiner Vorteil. Aber mich überrascht, dass Watt sonst nur einen Schaden macht. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, da macht er vielleicht drei oder so. Würde ich nur einen. Aber gut, 97. So, und jetzt hoch da. Der chillt ja eh nicht sein Leben. Der hat irgendwelche Aggressionen oder so, und zwar ganz gehörige. So, die kriege ich nicht mit Bombettikleid, oder? Ich weiß gar nicht, wie ich die öffne. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ah, doch, doch, den kriege ich sogar. Ah! Ein Megadot. Zwar trifft einen Gegner mit unglaublicher Kraft. Unglaublicher Kraft gefällt mir. Finde ich gut. Oh, geile Musik, die ihr spielt. Mach mal kaputt. Holy crap, ist diese Musik episch. Ups. Au. Ja. Ups. Kann ich das hier noch kaputt machen? Nee, okay, egal. Aber scheiße, die Musik ist immer richtig geil. Hat ein bisschen was. Hat ein bisschen was von der Gerudo-Wüste. Finde ich auch. WTF! Ihr chillt im Ernst die Sonne, what the fuck? Ey, ei, ich habe nicht damit gerechnet, dass jemand bis hier heraufkommen würde, Bro. Ich bin die Sonne, yo, Mann. Nein, das ist nicht ganz korrekt. Ich sollte sagen, ich war die Sonne. Yo, die Wolke, die aus Schneenaufulas Puff-Puff-Maschine kommen. Diese Wolken versperrten mir den Weg in den Himmel. Jo, voll krass. Als die Sonne bin ich eine völlige Versagerin. Achso, das soll eine Frau sein. Okay, ich muss kurz die Stimme neu interpretieren. Als Sonne bin ich eine völlige Versagerin. Jetzt müssen alle Blumen und Pflanzen auf den blühenden Feldern leiden. Soll ich die Wolken vertreiben? Da müsst ihr mal sagen, wo diese Puff-Puff-Maschine steht, weil im Moment ist es ziemlich. Also, du bist ziemlich heiß, und zwar nicht im erotischen Sinne, sondern im anderen Sinne daher. Wo sie steht, sprichst du von der Puff-Puff-Maschine. Ich glaube, du findest sie östlich von hier. Die Wolken scheinen aus dieser Richtung zu kommen. Warum möchtest du das wissen? Glaubst du, du könntest die Puff-Puff-Maschine zerstören? Nein, das ist unmöglich.
Überanstrenge dich nicht. Du kannst ebenso gut wieder nach Hause gehen. Ach. Du meinst also wirklich, ich hätte keine Chance, sie zu zerstören. Oh, stopp mal. Hat er noch irgendwas gesagt? Wenn die Wolken verschwinden würden, könnte ich mich wieder in den Himmel erheben und die armen Pflanzen mit Sonnenlicht überfluten. Ja, aber passe bei der Seerose auf, sonst stirbt sie doch noch und das wäre doch schade. Ja, gut. Dann gehen wir jetzt wohl nach Hause und das Abenteuer ist vorbei. Was meinst du, Bombette? Mario Moses, kann ich dein Ernst sein? Wir sind so weit gekommen. Ja, sieht da blöd aus. Nein, die hübsche Musik ist... Nein. Ey, 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 schon langsam, ey. Chill out, ja? Hä? What the fuck? Hi? Yo, Mann, ey. Ich glaube nicht, dass wir uns schon kennen. Ich meine, du bist Mario. Voll konkret, ja? Mein Name ist Lucky Lester, Baby. Nein. Ich heiße Hugo. Moment. Oh yeah, ja, mal. Spike, yeah, Baby. Ich bin Spike oder wie auch immer. Pass auf. Ich persönlich habe zwar kein Problem mit dir, ja? Aber ich habe Befehle von Schnaufula. Tut mir leid, Mann, aber ich muss dich jetzt vermöbeln, wie ich schon sagte. Sorry. War das jetzt cool? Yeah, Mann, ist voll geil. Es geht los, Mann. Okay. Naja, wie der intelligenteste siehst du ja nicht gerade aus, aber immerhin bist du ein wenig von den anderen abgehoben durch die coole Brille. Ja, das sage ich auch, also, er sagt zwar, sein Name ist Spike, ja, er scheint Lucky Two zu sein, aber er ist wohl mit Abstand der eigenartigste, den ich hier gesehen habe, also. Und holy crap, er hat 50 KP, tschüss, und ferngesagt, und er wirft mit Stachy an. Geht es nur mir so, oder hat er sich selbst Spike, Hugo und Lucky Lester genannt, ja, ich meine, das wäre so, als, als würde ich mich selbst, Hugo Egon Baldon oder so nennen, also. Ich frage mich, wie er wohl wirklich heißt. Ja, vielleicht ist es noch sein Vor- oder sein Nachname, du Fisch. Okay, Sprung plus. Way. Dann werden wir mal unsere Streak aufbauen. Autsch, ja, das war schwierig abzuwehren. Nochmal Sprung plus. Yay. Und ich werde mal mit Sushi meine Verteidigung etwas erhöhen. Was mittlerweile im Bosskämpfen mehr oder weniger Standard ist. Wasserblock. Supi. Ja, als nächstes würde ich auf jeden Fall Sushi aufstufen. Die ist dann nicht mehr fern. Ja, gar nicht einfach abzuwehren. Das ist gute, das Timing vom Lucky Lester. Aber okay, Sprung plus nochmal. Und mit... Also, meinen Angriff werde ich jetzt dazu nutzen. Der hätte null Verteidigung, um ein paar Bitch-Slaps zu verteilen. Okay, keine Ahnung, was gerade das Problem war, aber immerhin 5 Bitch-Slaps konnte ich unterbringen. Dadurch ist er schon mal... Am Ende bei den Sternpunkten, Mädchen. Wie oft soll ich es noch sagen? Aber hey, ist genau das eingetreten, was ich wollte. Bosskampf und... Ja, ist sie sehr gut da, was meine, Dings, was meine Sternpunkte angeht. So. Oh mein Gott! Und ich dachte, ich hätte es jetzt raus, das Timing. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es ist bei mir etwas Glück oder Tagesform oder irgendwas. Ich weiß nicht, was das Problem ist. So. Mache ich noch einmal Sprung plus, weil diese Runde noch meine Blase anhält. Und dann in der nächsten Runde kommt Watt raus und ich werde diesem Viech zeigen, wo der Hammer hängt. Okay, jetzt habe ich... Ich weiß es nicht. Bam! Ich werde dir zeigen, was es heißt, sich mit mir anzulegen. So. Gut, immer das kann ich jetzt abwehren. So. Also, wechseln. Zu Watt. Und du machst jetzt... Watt macht jetzt bitte Turbolader. Da bin ich zwar echt... Aus Blütenpunkten. Aber, ja. Immerhin wird das definitiv reichen, um hier verheerenden Schaden zu richten. Bam! Oh, Mann. Oh, man. Das sind... Okay, ich hab's total verkackt am Ende, aber den habe ich sowas von geplättet und gerollt. Und neues Level.
Was auch Zeit wurde, weil ich brauche dringend mal mehr Blütenpunkte. Also, gib die Blütenpunkte her. Dankeschön. Oh, oh Mann, du bist ja knallhart, Baby. Ich gebe auf, Mann. Ich gebe auf, Mann. Oh, mach schon. Gib mir den Rest. Ich habe keine Angst. Mario, ich glaube, der hat so viele Filme geschaut. Ja, ich glaube, er überdramatisiert ein bisschen. Ich habe Bowser bis heute nicht den Rest gegeben. Mach mit mir, was immer du mit Kerlen machst, die du besiegt hast. Feuerblume ins Auge, Powerblock in den Arsch. Warte! Hä? Oh, oh. Oh nein, nein, Lucky Lulu, wie konntest du? Nein, bitte, bitte, sei gnädig mit meinem armen, süßen Lucky Lester. Ah. Oh. Nein, 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 Bay. Nenn mich nicht Lucky Lester. Ich bin Spike, kapiert? Ich hab doch gesagt, dass ich schon letzten Monat meinen Namen geändert habe. Ich hab auch meinen Nicknamen überall umgeändert. Understood? Oh, ich meine, Mann, warum muss ich mich immer so bloßstellen? Oh, obwohl, aus irgendeinem Grund liebe ich dich deswegen umso mehr. Ich meine, was? No, nein, nein, das habe ich das eben laut gedacht. Vergiss das, was ich gesagt habe, weil das darf man auf YouTube nicht sagen. Ansonsten ist das Schlimmste, was man sagen kann. Man darf seine Adresse verraten, man darf sagen, dass man alle hasst, aber dass man sagt, dass man jemanden liebt. Nein, das geht gar nicht. Ja, oh gut, egal. Ich habe einen Kampf Mann gegen Mann verloren. Daher muss ich mich nun der Sache stellen. Mario, bitte verzeih ihm. Mein Lucky Lester hat nur getan, was ihm Schnaufula befohlen hat. Was meinst du, Watt? Ja, natürlich sollten wir ihm verzeihen. Wurde nicht böse gemeint. Okay, wir verzeihen. Wirklich? Ganz ehrlich? Oh, du verzeihst ihm? Oh, vielen, vielen Dank. Aber da möchte ich mal auf deine rosa Walke fliegen. Hehe. Ey, Mario, Alter! Du, bitte, hör auf, mich Lucky Lester zu nennen. Ja, das ist so ein blöder Name. Ich heiße Spike. Spike, hörst du mir überhaupt zu? Man. Also bekomme ich den Eindruck, dass der ganze Deal ziemlich blöd ist. Ich habe für Schnaufula gearbeitet, weil ich ein Teil von etwas Großem sein wollte. Aber alles, was ich zu tun habe, ist sinnlose Kämpfe auszutragen. Das nennt ich... Das ist nicht gerade das, was ich mir vom Leben erwartet habe. Was ich wollte, war... Ey, Mann, ich habe eine Frage, Mann. Warum in aller Welt kämpfst du eigentlich, hä? Ja, wieso nennst du dich eigentlich Spike? Warum? Also, weil Spike circa 1 Million Mal cooler klingt, ey. Lucky Lester ist natürlich der beschissenste Name aller Zeiten, kapiert? Boah, das passt einfach nicht zu meinem gefährlichen Rebellen in mir. Aber der Name ist eigentlich nicht wichtig, Mann. Was zählt ist, dass ich mich entschieden habe, mit dir zu gehen, okay? Mit dir zusammen zu reisen muss super cool sein. Oh, oh, oh nein, Lucky Lester, du kannst mich nicht verlassen. Bitte, nimm mich mit. Nein, ich werde garantiert keine Liebespaare dulden, wer Ries ist. Weil das muss aus dem P abgebrochen werden, wegen zu vielen Beleidigungen von Leuten, die sagen, das geht nicht. Ach, Lucky Lulu, ey. Bleib locker, bleib locker. Du musst das verstehen. Ich mach das alles doch nur für dich, ja? Ich gehe. Ich muss meine Wolke stehen. Warte auf mich. Wenn ich zurückkomme, bin ich ja noch viel wolkigerer Lucky Two. Oh. Okay. Ich werde auf dich warten, Lucky Lester. Aber wenn du nicht in einem Stück zu mir zurückkommst, wird dir das sehr leid tun, junger Mann. Ich schwöre es dir, wenn ich mir Sorgen machen muss, nehme ich einen Stachi und... Ich schwöre dir, wenn du tot zu mir zurückkommst, ich bring dich um. Okay. Genug davon. ja, sollte jetzt nicht zu pervers werden. Dann sollte ich wohl dafür sorgen, dass ich härter als du bin, wenn ich zurückkomme und... Ja, bis dahin wird auch etwas ganz Bestimmtes in mir hart genug sein. Also schenke mir dein Lächeln zum Abschied, Bay. Du bist nun um so vieles süßer, wenn ich deine Beißerchen blitzen sehe und deine Möpse und... Oh, also bis dahin, Bay. Lucky Lester gehört zum Team. Unser letztes Teammitglied. Und ich kann euch eine Sache sagen. Im Kampf ist er noch nutzloser als Paracarry. Paracarry! Du bist den Status nutzlosester im Team los. Wonderful, wonderful. Okay, aber auf der Overworld ist er ganz nützlich, denn wenn man den Schutz-Shit nach unten drückt, kann man mit Lucky Lester über Stacheln und Lava reiten. Im Kampf kann er einen Gegner mit Stachi-Flip oder alle Gegner mit Stachi-Wurf nach guter alter Lucky-Tour-Manier ordentlich perforieren.
Ja, und man ist echt schnell unterwegs. Oh, mein Lucky Lester, komm bald wieder. Ich werde mit einem Lächeln auf dich warten. Wenn du wiederkommst, gibt's dein Lieblingsessen und ich kaufe Reizwäsche bis dahin. Tschüss. Oh, oh, hör auf, vor die Vorstellung. Und nenn mich Spike, Mann. Mario, das ist ein bisschen gay, weißt du? Ja, halt dir die Klappe. Mir gefällt das auch nicht. Okay, Leute, wenn der Part euch gefallen hat, Daumen hoch. Wenn nicht, Daumen runter. Das nächste Mal geht's hier weiter. Bis dann.